Grüezi, liebe Zuschauer, in der heutigen Sendung «Unsere Musik», da stellen wir Ihnen vor den Komponist, Kapellmeister, Schweizer Orgler und ehemaligen Klarinettist Jakob Ebi. Das, liebe Zuschauer, liebe Gäste, das war der Truberländler und seit über 50 Jahren spielt der Kobi mit seinem Rösi zusammen Handorgel. Wir haben inzwischen auch ein paar historische Aufnahmen gesehen, unter anderem ein Hochzeitsfoto. Wir haben 32 geheiratet und ich glaube, Rösi, Ebi, es waren nicht nur die blauen Augen von Kobi, die sie da ein bisschen lustig gemacht haben, oder? Ja, nein, ich hatte immer Freude gehabt, wenn ich das Schweizer Orgel gehört habe, spielen. Das war immer mein Traum und Wunsch, auch einmal zu lernen. Und wie wir dann frisch zusammengegangen sind, hat er sich doppelt Mühe genommen, mir die Tänzchen beizubringen. Ich glaube, wir mussten hinter Rucks proben. Ja, ja, der Vater war dann in der Ferien, also die Eltern von ihm. Und nachher habe ich gesagt, so, jetzt wäre es gerade günstig, ein bisschen zu lernen. Und als sie zurückgekommen sind, haben sie dann schon zwei, drei Stückchen haben wir können. Und dann hat der Vater Freude gehabt. Von dann an hat er nichts mehr gesehen. Sie haben aber, glaube ich, Jakob Ebi zuerst nicht Schweizer Orgel, sondern ein anderes Instrument gehabt. Ja, zuerst habe ich Klarinettlet. Und wieso sind Sie dann zum Schweizer Orgel? Ja, Klarinettlet, das ich kennengelernt habe und begleitet hat, habe ich halt dem Vater sein Orgel für ihn geschissen, das er hatte, und hat ihm geübt. Und das war eigentlich schon die Show. Sie hatten auch Erfolg gehabt, glaube ich. Sie sind an Wettspiel gegangen. Ja, da hatte ich eine Occasion, ein Schweizer Örgeli. Da bin ich schon mit dem wie ein Wettspiel. Ich habe schon den Kranz gereicht. Und das erste eigene Örgeli, das steht im Zusammenhang mit dem Ereignis, wo wir hier ein Bild haben dazu. Das war in Sumiswald. Bei welcher Gelegenheit? In Sumiswald, wo wir mussten stellen. Jetzt sind wir selber die Zeit ausgerückt. Und dann bin ich nur HD geworden. Und ich habe ein bisschen den Kring hängen oder den Kopf. Und dann da, wo ich reingekommen bin, der Vater gesagt, du musst nicht traurig sein. Hat er gesagt, er gibt mir das Geld für den langen Tag, können wir einen Schweizer Örgeli kaufen. Bin ich selbst ins Berge Örgeli gekauft. Und dann haben wir miteinander geübt und haben probt, ja. Haben Erfolg gehabt an Wettspielen. Wo haben wir so zum Beispiel Erfolg gehabt? Ja, 31 sind wir hier angefangen. Durch ein erstes Wettspiel haben wir gerade den Kranz und Becher geholt. Und dann sind wir auch die grösseren Wettspiele. Wir sind auf Olten, Aarau, Zürich, Basel. Und wenn wir überall die Spitze gesehen haben, sind wir hier 1935 als eidgenössischen Wettspiel nach Schottfond. Und dort haben wir auch
als am Duett und Vati am Solo erst gemacht. Und dann hatten wir eine Freude. Und nachher hat er nicht mehr weitergemacht, das Wettspiel. Warum nicht? Nein, wir wollten nicht den Platz wegnehmen, die auch einmal wollen. Aus selberer Zeit stammt der Hilge, den wir hier anschauen können, nämlich der Köbi mit seinem Rösi und Gäh von Siegeskränz und Ehrenpokal. Ihr habt dann nachher euch zusammen zu einer Kapelle sind zum Tanzgolf spielen. Da ist dann der Onkel Fritz dazugekommen und der Hans Marti an der Bassgeige. Ja. Und nochmal ein bisschen später ist dann die nächste Generation dazugestossen, ihre vier Kinder, nämlich die Erika und das Meierli. Und dann haben wir hier einen, den Gottfried und da unten den Jakobli. Da war noch ein Jakobli. Und auf dem nächsten Bild, da ist er dann schon zum Jakob angegreift. Ja. Ich glaube, in dieser Besetzung werden wir jetzt doch dann ein Stück anhören. Ich darf Sie anfangen bitten. Aber der Onkel Fritz, der dort mal dabei war, der kann sich sicher noch erinnern. Wo sind ihr hauptsächlich mit dieser Bauern- und Familienkapelle gespielt? Ja, wir hatten schon die Hauptsache im Emmental. Hauptsächlich war es unser Platz. Wir sind auch weit gegangen. Wir sind nach Bozen. Und hier in der Fribourg-Station hatten wir noch die Trachtengruppe, die uns gerne wieder engagiert hat. Und es war sehr schön. Sie haben zuerst Sopransaxophon gespielt. Das war dort mal ein umstrittenes Instrument. Nachher Posaune. Sie haben Posaune heute auch bei sich, Onkel Fritz. Darf ich Sie bitten? Sie haben zuerst Sopransaxophon gespielt. Das war dort mal ein umstrittenes Instrument. Nachher Posaune. Sie haben Posaune heute auch bei sich, Onkel Fritz. Darf ich Sie bitten, öffentlich aufgespielt hat. Und es ist fast ein bisschen eine Reminiszenz, wenn wir uns jetzt die nächste Melodie anhören können, die selbstverständlich wieder von unserem heutigen Studiogast stammt. Fahrt ins Bad, so heisst das nächste Stückchen, gespielt von der Bauernkapelle Ebi aus dem Emmental. Ins Bad, so hat der Marsch geheißen, den wir jetzt gerade gehört haben. Und ein Qualitätsmerkmal von der Familie Kapelle Ebi, die so frisch und unbekümmert spielt, wie Sie es jetzt gerade gehört haben, ist ja das, dass sie immer wieder in anderen Besetzungen spielen, weil vor allem die jüngere Generation verschiedene Instrumente beherrschen. Sie sind zum Beispiel durchaus in der Lage, als Schweizer Röbli-Quintett aufzutreten. Und so eine Darbietung möchten wir Ihnen jetzt auch zeigen. Wir sind kürzlich zu einem Hause gegangen und haben dort einen gemütlichen Walzer aufgenommen. Ein Ländler, Gruß an die Emtigen. Thank you.
Das Stück ist auch wieder aus Ihrer Komponistenmappe geschrieben. Sie sind bei der 100, aber der Gottfried hat sie zusammengestellt. Sie haben sich, glaube ich, Mühe genommen und haben alle Noten für Ihren Vater zusammengesucht, oder? Ja, wir hatten ein bisschen eine Unordnung an unseren Noten. Wir wollten eine Probe, es war ein Tag und die andere Stimme da. Und wir mussten zusammensuchen und ich sagte, jetzt mache ich so einen Ordner. Und jetzt bin ich auch so. Der Vater hat gesagt, er hat 120 Stücke, ich habe jetzt 110 Stücke, kann ich jetzt anfangen. Aber es sind noch zwei, drei, die nicht geschrieben sind. 110 erste Stimmen und 60 zweite Stimmen und der Onkel Fritz hat 48 Posaunenstimmen noch dazu. Apropos Komponieren und Arrangieren, Sie selber haben ja auch eine Ländlerkapelle und haben vor etwa 8 bis 10 Jahren, als wir mal ein Film gemacht haben über Ihre Familienkapelle, auch arrangiert für uns. Da haben wir eine Drei-Generationen-Kapelle zusammengestellt. Ja. Nicht nur mit den Eltern und mit den 4 Söhnen und Töchtern, sondern auch mit den Haufen Enkelkindern zusammen. Und ich glaube, wir dürfen das unseren Zuschauern auch zeigen. Dort haben wir Annemarie einen Walzer gespielt und das war im Waldhaus Lützel früh. Ja. Rebbi, Sie haben sicher auch Freizeitbeschäftigungen, wenn Sie nicht gerade beruflich tätig sind und nicht gerade Musiker sind. Was machen Sie dann? Ich gehe gerne in den Wald. Ich habe selber noch ein bisschen Holz. Dann gehe ich auch gerne in den Wald Holz. Und auch noch ein bisschen Bielen. Und bin ein Jäger und Ornitholog. Wenn Sie gehen jagen, was gehen Sie da hauptsächlich jagen? Gemsjagd. Wir haben hier ein Bild von der Gemsjagd. Ich glaube, da hat es ein Gemsi drauf. Da haben wir so ein Erinnerungsbild. Und da sehen wir auch, dass Ihre Tochter Erika scheinbar auch von dem Jagdfieber ergriffen ist. Dann ist Erika noch mitgekommen. Ist auch der da drauf mit ihm. Ja. Familie, das spielt bei Ihnen natürlich die weitaus grösste Rolle. Und darum möchten wir jetzt auch Ihre 4 Kinder eins aufspielen. Und zwar den Geburtstagswalzer. Apropos Geburtstag, ihr habt ja am gleichen Tag Geburtstag frei. Ja, Sie? Als Vater hat mir gesagt, als wir zusammengegangen sind, hat er den gleichen Geburtstag wie ich. Dann sage ich, nein, ist ja der 4. eintreten. Und dann sagt er, kannst du gut die Hebamme fragen. Das habe ich gemacht. Und dann sagt sie, ja, der ist am 2. Oktober
Hat sie dann nicht gewusst, dass ich auch den zweiten habe. Der ist am Mittwochnachmittag auf die Welt gekommen. Du sagst wieder zum Tonnerli, bist du den dann nicht angegeben? Und dann sagt er, ja, Kunststück, das hat noch Mittag, das ist etwa 4 geworden. Nachher habe ich in den Stall müssen, hätte ich nicht noch auf die Gemeinschreiberei. Aber oder anderen Tag war ein gutes Zeichen, gewesen, habe ich müssen beschütten. Und jetzt der Geburtstagswalzer gespielt von den 4 Geschwistern, die Abby. Bei uns am Tisch sitzt auch der Fritz Siegenthaler. Sie sind manches Jahr Gemeindepräsident und Gemeinderatspräsident in Heimiswil, wo ja die Familie auch bei dir heim ist. Sie werden wahrscheinlich die beiden kaum je mal in der Gemeinde getroffen haben, wenn sie immer so unterwegs sind in Sachen Musiken und so, oder? Ja, im Gegenteil. Die Familie Ebi, der Rösi und der Köbi, haben sich auch der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Der Rösi war 8 Jahre lang Präsidentin des Frauenkomitees und ist nachher etwa so viel lang ihr Hauswirtschaftskomitee gsi mit mir übrigens. Und der Köbi war im Gemeinderat, hat der gewirkt, die Steuerkommission und hat also seinem Mann der Gemeinde gegenüber auch gestimmt. Sind Sie also Sozialtäter, ja, sagen? Ja, das darf man schon sagen. Zu Rösi hat zum Beispiel den Geigerlohn, den es hat bekommen, gäng verscheicht. Es hat ihn nicht behalten. Und sie haben im Ganzen 26 Göttikinder gehabt. Und das war nicht nur wegen dem Finanziellen. Die Göttikinder sind auch sonst am Herzen gelegen. Ebi sind lieber gegeben als noch. Und Ebi sind, glaube ich, sehr eng verwurzelt mit der Gemeinde, obwohl sie immer geschrieben haben, Familie Kapellen Affoltern. Sie haben Affoltern angeschrieben, weil das auch Post näher war. Ist, ja. Aber jetzt gehen wir doch ein bisschen zum Emmental-Ausfahrt nach Heiden. So heisst das letzte Stück, das wir jetzt noch anhören dürfen. Und die beiden älteren Ebi, übrigens 78 und 75, die lebendigen Beispiele für dass die Musik die Jungen halten, sind jetzt auch aufgegangen. Und wie gesagt, wir verabschieden uns mit einer Jakob-Ebi-Komposition im Dreivierteltakt.